Na super, die schreien vor Angst. Die wollen nicht gefangen werden, tut mir leid. Jupp. Ich fühle mich furchtbar. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von The Sandman, ihr 93 Tüffel. Im letzten Teil haben wir außerhalb des Schloss des Sandmanns ein Einhorn getroffen und das sagt uns, es kann uns helfen, den Sandmann aufzuhalten, aber es will einen pinken Edelstein, den wir hier finden können. Und? Oh nein. Ich habe es befürchtet. Wir haben den Code gefunden für die Tür, die uns dann hier reinführt. Wir haben einen Sack gefunden, wir haben einen Stab gefunden, aber natürlich ist die Tür zu. Oh-oh. Footsteps. It's the Sandman. In den Schrank, in den Schrank! What do you do? Where can I hide? In den Schrank, in den Schrank, in den Schrank! This one's big, I can hide in here. Ich dachte mir doch, der Schrank ist gut groß genug, dass dort eine Person rein kann. Gabbel, gabbel, gabbel. Gabbel, gabbel, gabbel. Gabbel, gabbel, gabbel. Verdammt. Hat er uns ernsthaft nicht gesehen? Gabbel, gabbel, gabbel. Gabbeldi. Oh. He left? Good, he didn't see me. Bist du dir sicher? Ah! There, ah! Was war das denn bitte? What? Was there someone there? Und der hat irgend sowas gesagt wie, come here, sweetie. What the hell? Kann ich nochmal, kann ich mit dir reden? What was that earlier? Was someone inside? Und wenn ja, was war da drin? Ich weiß es nicht, aber ich speichere. Sicher, sicher. Puh, echt, wie ich es immer passend hinkriege, dass am Anfang des Parts was Neues passiert, was Spannendes. Also, ich habe ein Holzstick. Let me smash this glass door. Maybe I could break this glass door with this stick. But what was it? Don't throw stones in glass houses? Das soll... Ich kenne den Spruch, wenn du in einem Glashaus lebst, schmeiße nicht mit Steinen. Das soll eher sowas heißen wie, du solltest nicht irgendwie mit Argumenten oder so um dich schmeißen, wenn du es nicht einstecken kannst. Ah. But it's a fairy's house and this isn't a stone. Hm, still a house, so. Sollst du gerade wirklich darüber nachdenken? Oh, forget it. Hey, ja! Hast du wirklich darüber nachgedacht, ob das jetzt in Ordnung ist? Scattered Shards of Glass. Oh, Gott, der Glas ist schade. Wuhu! Wo, wie haben wir das? Hm, a shard of the broken glass wall und a sack made of hemp or something. Wofür haben wir den Sack? Keine Ahnung. Wuhu! Wir haben's. Was haben wir denn hier? Ich kann's nicht lesen. A memo, you can't read it. Das ist ja, na super, ein Rätsel, wo ich nicht weiß, was das Rätsel ist. A microscope. A bundle of papers packed with writing. Hmm. Ach, ich kann hier rein. Hallo? A shining red jewel. A pink jewel. Das soll ich mitnehmen, oder? Ich lasse es erstmal. Ich will wissen, was ist das hier? A hole in the floor. Aha. A bucket of water. Was ist das hier? A mysterious machine. It has a long cord with a cup at the end. A note that you can't read. It's peeling off slightly. Remove the note. Wenn ich das nämlich jetzt irgendwie nochmal zu der Lullaby bringen kann, dann weiß ich, was die machen. Kann ich hier was tun? Moment. Kann ich hier vielleicht die blaue Liquid herbringen, damit die reingesogen wird oder so? Wäre das möglich? A pink jewel? Take it. I've got a pink jewel.
This doesn't seem as pretty as the other jewels. It's not very shiny. Jo. Und nun? Soll ich damit was machen? Soll ich das vielleicht da reintun? Willst du vielleicht dann? Moment, muss es vielleicht säubern. This jewel seems kinda dirty. Maybe you should wash it? Aha! Der Jovo und sein Team. Schwierige Sachen tue ich sofort herausfinden. Bei den leichten Sachen, da kann es ein bisschen dauern. What's the pink came off? It's actually a clear jewel? So this is a fake? Ach, this won't do. The unicorn would once me through. Also zum Glück habe ich es ihm nicht gebracht, ansonsten wäre ich jetzt tot. Ansonsten wäre ich Shish Kebab gewesen. Und was soll ich jetzt tun? Wenn die jetzt genauso sind, a shining red jewel. Also, das war falsch. Was könnte ich tun? Wirklich, dieses Loch muss eine Bedeutung haben. Habe ich mir irgendwie die Sache versaut, dass ich keine Übersetzung kriege? Was ist, wenn ich jetzt nochmal dorthin gehe und mir das eine von der Wand nehme, hä? Weil ich meine, die Tür ist jetzt offen. Vielleicht ist das ja ein richtiges. Also, ich kann einfach nur reingehen. Okay, so weit, so gut. So weit bin ich jetzt mit dem Rätsel zurechtgekommen. Nur jetzt bin ich, glaube ich, wieder auf einer Sandbank gelandet. Sandbank, was? Versteht ihr, was der Sandbank so? Also. Ich habe Glasscherben. Bin ich. Vielleicht kommt jetzt doch meine Idee zu Worte zu tragen, wo ich irgendwas Pinkes in das Glasrand tue, dazu die Glasscherben und dann bitte. Also, ich glaube, dass es hier ist. Hörse. Knapp an der Nasenspitze vorbei. Vielleicht kann ich dann was machen. Bist du noch da, Lullaby? Warum ist Lullaby weg? Warum? Warum nur? Diese Liquid-Maschine. Kann ich da was tun? Hallo? Nein? Warum nicht? Und open seems. Vielleicht sind da die Edelsteine drin. Das ist jetzt nämlich die, ich glaube, die eine der wenigen Türen oder eine der einzigen Türen, die jetzt überhaupt noch zu ist. So. Wunder, dass ich in der ganzen Zeit im Sandmann nicht über den Weg laufe. Kann ich da ja mal was mitnehmen? Ist hier noch irgendwas, was ich brauche? Kann ein Katze Tail versus Clash Shard? Warum solltest du das tun? Katze Tail, na gut, dann nimm den mit. Bist du sicher schmackhaft? Catalyzer Tail. Wofür? The Tail of a Catalyzer. Also ich kann es nicht auswählen, also ist es irgendwie für die Story wichtig, dass irgendwann werde ich es brauchen und dann werde ich es automatisch geben. Muss ich das vielleicht der Person geben, die da die langen Fingernägel hatte? Gibt es mir dann vielleicht irgendwie eine Belohnung dafür? Nom nom nom? Hm? Ein kleiner Snack für zwischendurch? Willst du was? Ich würde dich gerne mitnehmen. Dich in die Maschine stecken. Ich habe immer noch den Stack. Also im Moment habe ich ja nichts zu tun. Dann geh ich einfach mal raus und schaue, ob ich hier draußen noch irgendwas erledigen kann. Ich habe abgespeichert, ich schau mal, was passiert, wenn ich jetzt zum Einhorn gehe. Na? Still not pink stone? Still no pink. No pink stone? Ja, ja, nee, 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 nix da, nix da. Leider, alles ausverkauft. Hier war noch ein Vogelkäfig, da kann ich mit dem was machen. Something resembling a birdcage. Pink and dark. Hehehe.
Vielleicht muss ich ein bisschen zurückgehen. Na, nixe. Nixi, wie geht's? Don't try to trick me into this farm again. Aber please, match your player for you. Dein Job. Wer bezahlt dich denn dafür? Na, Two Fairy? Hey now, get moving, business versus them. Überlege. Ich überlege mal. Ich habe einen Sack, ich habe einen Schwanz, eine Eidechse. Ich glaube, was für eine andere Option habe ich eigentlich? Ja, wie gesagt, es ist ein Item, was sich automatisch aktiviert, wenn ich mit dem richtigen Ort oder der richtigen Person rede. Und ich habe dann eine Person drin getroffen. Vielleicht war das aber nur für einen Erschrecker. Vielleicht war das einfach nur für einen Erschrecker. Oder sie will was. Könnte natürlich auch sein. Nun gut. Vielleicht muss ich den Schwanz da reinschmeißen in diese Maschine und dann passiert was. Wie sagte Sherlock Holmes einst, das Unmögliche könnte manchmal die einzig richtige Wahrheit sein. Vielleicht kann ich hier das kaputt schlagen? Nein? Aber ach so, ich glaube, ich weiß, was es damit auf sich hat. Das sieht genauso aus wie die Felder unten bei dem, wo ich den Schalter drücken konnte. Und hätte ich den Schalter nicht gedrückt, dann könnte ich dort nicht hingehen. Vermute ich mal. Und durch. Dankeschön. Kann ich mit dir was machen? Möchtest du einen Stick? Ein bisschen ankugeln? Currently up. Lower level. There's a big hole where the glass floor was. Wait just a second. Der Schalter schaltet hier die Flammen aus? Okay, das ist gleich geblieben. Ich habe mir die ganze Zeit die Arbeit gemacht, obwohl ich einfach nur hätte den Hebel betätigen müssen. Na, dankeschön. Genau, gut zu wissen. Jetzt habe ich zumindest eine Übung drin. Mit Geduld. War ja immer so meine Schwäche. So, was könnte ich denn hier noch tun? Ich habe das Stück eines Lizard-Schwanzes, ja doch. I bucket of water. Put in Stick rein. Bitte pink. Long cord with a cup at the end. Soll ich das da drauf setzen? Oder einschalten? Oder wie? Oder wie? Oder was? Wenn ich nur wüsste, was der Zettel sagt. Was hat er hier eigentlich untersucht? Und wenn das Fälschungen sind, wo sind denn die Originale? Und haben die vielleicht was mit Gefühlen zu tun? Irgendwie blau Traurigkeit, grün Hoffnung und so weiter. Na gut, ich wollte der Person einen Echsenschwanz anbieten, also mache ich das auch. Kann ich mir hier noch was mitnehmen? Hallo, möchtest du bei den nächsten Schwanz? Was haben wir denn inside? Ich kann mit dir nicht sprechen, ne? Komm, Sweetie, der schien doch ganz nett zu sein. Zwar ein bisschen lange Fingernägel wie Freddy Krüger, aber hey. Was ein Schnipper. Wofür hat man einen Schnipper? Und wofür der Sack? Kann ich damit was mitnehmen? Ich habe jetzt die Fallen ausgeschaltet, wenn ich das richtig verstehe. Hat das jetzt noch irgendwas bewirkt? Ich werde schon besser drin. Ah, da bist du ja wieder! Also kannst du mir noch ein paar Infos geben, lieber Lullaby! Hey Lullaby, are there creatures besides fairies here? Ach, wegen dem Typen im Schrank. What do you think? The creatures humans think up aren't all one kind. Just ghosts and monsters. But why do you ask?
I hid from the Sandman in a closet earlier, and I think someone was in it. In a closet? Maybe it was a boogeyman? Boogeyman? When the Sandman goes to the human world, he makes a path under kids' beds. The boogeyman, meanwhile, uses closets. Ah! Und das nächste Spiel in der Strange Man Series ist ja der Boogeyman! See you. Be careful, Sophie. You won't come? Nah, I hate that guy too. Don't want to get involved if possible. Was? Er hasst auch den Sandmann oder meint er den Boogeyman? Also, ich hab ein paar Notizen. Sag sie mir. Erstmal die Memo. Du hast gesagt, du liest mir die Notizen vor. Hier. Hey, Lullaby. This notice was up on the wall in the opposite room. Can you read it? Sure can. Let's see. Put out the emerald flames after use. Das sollte mir wahrscheinlich sagen, lass sie runter und dann sind die Flammen weg. Oder? Gut, das war die eine Nachricht. Put out the emerald flames after use. Notice 2. Can you read it, what it says? This is from the jewel harvesting room. It's how to use the suction machine. Put suction cup on target's head and press button. Wofür soll ich das tun? Wofür soll ich das tun? Ja. Gut, put out the emerald flames after use. Ich denke, damit war gemeint, ich soll sie runterlassen. Und dann, ja, dann ist die Falle aus. Aber die Memo kann ich ihm nicht lesen lassen, warum auch immer. Nimm den Stick. Nein. Lies die Memo vor. Okay, vielleicht ist die Memo sowas wie ein Ersatz. Naja, falsche Richtung. Zip und zip und. Bin aber auch in ein schönes Rätsel, halt in dem Spiegelraum ist die Steuerung umgedreht. Kam es mir gerade nur so vor, dass ich länger gedauert als sonst? Herr Howell. Darf ich bitte durch? Danke! Meine Fresse. So, Mr. Boogeyman. Was war denn? Wo soll man ihn sehen? Boogeyman, möchten Sie einen nächsten Schwanz? Knabber die? Nein? Okay. Also ich kann die Katschmaschine auf jemandens Kopf tun und dann den Knopf drücken und was passiert dann? Dann wird ihm jegliche Flüssigkeit entzogen oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? You can read it, ja. Genauso wie die Memo. Wofür auch immer ich die habe. Mysterious Machine has a long cord with a cup at the end. Suction Machine. Maybe it made the jewels in that other room? So maybe I could make a jewel. Ernsthaft? So werden Jewels gemacht? Suck up Jewel? Okay, machen wir es mal. Okay, press the button. Das sieht mir nicht das sieht mir nicht gut aus. Das sieht mir nicht sicher aus, Sophie. Oh, das kribbelt. Ach. Ist das sowas wie eine Träum oder wünsch dir was, denk was nach und dann wird's Wirklichkeit? A pretty pink jewel. Pretty pink jewel, hey, yo. Tatsache, und nur wieder, weil ich die Notiz brauchte, die Info. Ich habe an das Jewel gedacht, an den Edelstein, und dann wurde es Wirklichkeit. Hätte ich mir aber denken können, dass der Sandmann sowas hat. Gut, und nun kann ich einfach durch. Ohne große Probleme, bist du wieder da, Lullaby? Nein, bist du nicht. Ist hier noch was? Nein, da bist du nicht. War open. Seems locked. Ich bin raus, denn ich habe meinen richtig funkelnden Edelstein. Aus meinem kleinen Köpfchen gezogen. Hoffentlich fehlt mir jetzt nicht ein bisschen Gehirnmasse. So, hat ja lange genug gedauert hier, so. So, bitteschön. Here, Unicorn. I brought a pink jewel.
Oh, thank you. Finally I can see this wonderful... Was ist? Oh? Hold on, is this jewel yours, Sophie? Yeah, I made it. Is it no good? No, it's fine, but... Maybe I did something kind of bad. Wie war das? Du hast was Schlechtes getan. Hä? Oh, nothing. Thanks, I've been longing to see this. Here, you can have this. Was ist das denn? What's this weird colored rock? It's a limpstone, and it has special powers. When you touch it, you go all weak and limp. Quaint, isn't it? What's the good in this? How does this help me to stop the Sandman? First of all, how am I supposed to hold it? Im Sack. Ich hab nen Sack. Oh, you can ask Dwarf about that. I'm sure he can make it into something you can use. Dwarf? A fairy good at making things, I assume? You know him well. He lives in the cave west of Sandman's house. More open-minded than Sandman, so I should do it. Alright, I'll ask him. I'll give you the stone in this bag for now. Wishing for good luck, Sophie. Hey, Unicorn. Are you going to keep that jewel? Hm? Huh? No, I just wanted to see, but if you need it, I'll give it back. Do you? Er hat gesagt, ganz leise für sich, maybe he did something bad. Er hat was Schlechtes getan. Da ich es mir aus dem Kopf gezogen habe, habe ich das Gefühl, es hat irgendwie was mit mir getan. Deshalb, ich will es lieber zurückhaben. Sicher ist sicher. I want it back. Alright, I'll take it back. I did make it after all. Right, here you go. Treat it nice. Make sure not to drop it or anything. Ich glaube, das war made by the Suction Machine. It's very pretty. Ich glaube, ich werde diesmal wirklich bei Data 2 safen, weil ich glaube, das hat einen wichtigen Grund, dass ich das zurückhaben konnte. Und dieser Kommentar von Einhorn hat auch irgendwas zu bedeuten. Wo haben wir das? Okay, ich habe anscheinend den Stein im separaten Sack. Aber hier ist es doch total dunkel. Wie kann ich reingehen? It's pitch dark inside. Is this where Dwarf lives? Also die Zwerge. Hey ho, hey ho, it's after work we go. Lalalalalalalala. Hey ho, hey ho, hey ho. I can't see anything. Someone there? Achso, da sagt jemand was. Someone there? Someone there? I'm Sophie. Are you Dwarf? Oi! Set that aim! Sophie is it! Nice to see ye! Don't just stand around, come in! Okay. Oh, is it too dark for ye? Could you do me a favor, Sophie? What? There's clever on the plane nearby. Could you catch as many as ye can in a cage? Should be cage one here. Clemmers. Er meint das im nächsten Raum, hä? Auf der nächsten Ebene. Got it. Thanks, mate! Die soll ich einfangen? Something, wir sammeln a birdcage. Got a cage. Und die soll ich anfangen? Na super, die schreien vor Angst. Die wollen nicht gefangen werden, tut mir leid. Jupp. Ich fühle mich furchtbar. Die haben Angst vor mir. Die waren frei, die hatten so keine Sorgen. Hakuna Matata und ich. Na komm her, kleine Schätzlein. Komm in meinen Käfig rein. Ah, oh Mann, hoffentlich mache ich das Richtige. Komm her, put. Ach, das sind Feen. You got all fairies, das war ja ein Minispiel. Was mir nicht so wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich speichere erstmal. Habe ich wieder so richtig getan? Ich fühl mich wirklich schlecht. A cage, ja. Mit Feen, unglücklichen Feen drin. Dwarf, I caught a bunch of Glimmers. Dwarf, you there? Ja! Puh. Mit so viel Augenbrauen hätte ich nicht gerechnet. Das ist scary, yay! Sorry, Remark. Remark.
Alright, come on in. Must be tired from walking. Oh, it's making me feel rotten. Limestone, is it? Now where that unicorn got something this valuable? Can you make it into something I can use? Not a problem, my girl. I start right away. Just take a seat, get a nap in, if you want. Oh, can sleep, can ye? Well, just sit tight then. Okay. There's an Arbeit und ich sitz da. Say, Sophie, not liking it much in the human world, are ye? Was sind das da drüben für Knochen? How do you know that? I just know. Fairies know everything about humans. Was sind das für Knochen? Yeah, it's no fun at all. Nothing goes my way. Just hate all of it. At school, and with my friend, and with my dad. And with the guy I like. Oh! So langsam öffnet er sich, ne? Oh, Flashback time! Hä? David? Hm? Wahrscheinlich, weil er schon eine Freundin hat, oder? Oh. Also, ist er. So, I think you should meet her too. All I can really do for her is listen. Maybe she'll be more willing to talk to you. A high school girl? I wonder. Those can be difficult. Don't want her to call me an old granny. Sophie's not ill-natured like you. She's a great, honest kid. Oh, really? Then I'll try using that ill nature to my advantage. Bet you come with me. I'll be nervous. Of course. Make sure you listen good, all right? I feel bad how much she's got to deal with all by herself. Alright, I gotta go. You got the day off, right? Don't have to walk me home. I'm fine. Are you coming over today? Yeah, I'll get out of work early. I'll get a bite to eat before I'm there. Got it. See you. Ich vermute, das ist seine Freundin. Oh. Och nö. Hört mir auf. Wie gesagt, wenn jemand traurig ist, dann fühle ich's mit. I was stupid for getting all excited over his kindness. David just kind to everybody. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ist er wieder mit ihr zusammen oder sind sie einfach nur gute Freunde? But he was the first person I really liked. Thinking that tomorrow would be more of the same, I started to feel the morning more and more, until I even feared going to sleep. Those lullabies Lullaby made, is that really what I wanted to happen to them all? Was I really thinking such awful things? Wobei David nicht dabei war. Sie hatte David. Lullaby hat sich als David ausgegeben und er hat es so. Er sagte, er erfüllt ihre Wünsche und David David hat zu ihr gesagt, er macht sich Sorgen um sie und. Ist es das, was sie wirklich in ihm wollte, dass er sich mehr für sie interessiert, weil sie sich auch für ihn interessiert? Lullaby, Unicorn got himself stuck in the mire. Had a big laugh about that, I did. In here, gotta allow yourself that seeing people who know you have in a bit time can be real relief. Also er wollte damit sagen, dass sich über das Missgeschick anderer freuen, das Missglück, kann einen aufmuntern. Das make you a bad kid to think that. And no point worrying about being good anyway. So don't go blame yourself for that sort of thing. Thanks. You're nice, dwarf. Well, that's just us fairies. With wings to kids. Cause you're a little grown, but still a kid too. Ach, das steht da am Ofen. Ich hab den ganzen Tag gar nicht gesehen. Oh? Yeah, so it's fine to get back at what peeves ye. She's spooning up with it is what adults do. Huh. So, was ist das? Zauberstab oder was? It's wonderful. Schreibt man das nicht mit dem O, oder ist es wonderful? Also wieder wand, wieder Stab, ein kleiner Pan, ne? Is this a wand? Es sollte ein Wortspiel sein. It's wonderful. Oh, Sophie, du hast fast dich in den Ohren.
that it is? Swing this wand and it have the effect of the stone? Ah, praktisch. Give me your hand for a sec, would you, Sophie? Für was? What pretty hands? Can't see them, but I'm sure your eyes are the same. That's how it was with your mom, too. Der Zahnfee hat die Mutter erwähnt, dass sie genauso redet wie, dass sie genauso drauf ist wie die Sophie. Jetzt sagt der Zwerg, dass die Sophie genauso schöne Augen hat wie die Mutter. Wieso kennen sie ihre Mutter? Na gut, sie war auch mal ein Kind, aber dennoch. Wieso erwähnen sie das? You're blind, Dwarf? Been diving into flames as I walk all my life? Now that is any trouble not seeing. Darkness does bother me. So lange in die Flammen geschaut. Sights, the fairies are hard workers. Me, the two fairy, Nixie, and Sandman too. So, course, sometimes to a fold. To a fold? Also, jeder von ihnen ist eine hart arbeitende Fee, aber halt zu einem Preis. Oder zu einem... Deshalb... Der Sandmann schläft nicht, oder? Well, just look at me. I can't see. Two fairies' teeth are all rotten. Weil die Zahnfee sich nicht um ihre eigenen Zähne kümmern kann. Nixie's got a care for his skin, always being in the water. Und der Sandmann kann nicht schlafen. Tatsache, er konnte nicht schlafen, weil er die ganze Zeit beschäftigt war und deshalb tut er das. Ihm hat einfach mal eine gute Runde Schlaf gefehlt, oder? My dad collapsed from overwork too. He got a hole in his stomach from stress. Worried for your hard-working dad, eh? You have to treat him right. He's the only dad you've got, Sophie. No, go on. Want to stop Sandman, is it? I'll be praying for you. Thank you, Dwarf. Got a wonderful wind! A wonderful wind! A wonderful wind! Können wir noch... Was sind das für Knochen? A pile of broken... Ach, das sind Klingen. Ich dachte, das wären Knochen. Das sah ein bisschen aus wie ein Knochenhaufen. Hey, Dwarf, are you going to release the Glimmers? It'll be night soon. They die once night falls, so not much point. Hä? They die? Yep, they die at night. Then revive in the morn. I feel kinda bad for them. Do ye? Makes sense, humans they're the same way. Sleeping dead at night, then reborn when they wake. Naja, wir sterben nicht wirklich, wir sind nur... Wir schlafen. All right now, you should go. I've got a talk with Sandman later myself. Okay. Gut, danke für die Hilfe. Danke für den wonderful event. Und ja, meine Damen und Herren, jetzt wird mal wieder Zeit, den Part zu beenden, aber wirklich... Mann! Jetzt kommt wieder hier vom Horror wieder zu dem Mysteriösen und Rätselhaften. Also, die ganzen Feen, die hier existieren, die erfüllen ihre Arbeit, aber halt zu einem Preis. Die Zahnfee kümmert sich um die Zähne der anderen, kann aber ihre eigenen Zähne nicht säubern. Der Zwerg stellt Waffen so her, aber dafür, weil er so lange in die Flammen gesehen hat, ist er blind. Die Nixe, weil sie die ganze Zeit im Wasser ist, muss sich um ihre Haut kümmern. Und... Ja, der Sandmann, er ist die ganze Zeit unterwegs, weil wenn auf der einen Seite der Welt Tag ist, ist es auf der anderen Nacht und umgekehrt. Das heißt, wenn er auf der einen Halbkugel fertig ist, ist die andere wahrscheinlich dran. Das heißt, er hat keine Zeit, sich auszuruhen. Im Grunde haben er und Sophie das gleiche Schicksal. Sie können schlecht schlafen, sie haben Schlafmangel. Und sowas kann einen wirklich dermaßen fertig machen, weil wenn wir uns, wie gesagt, vorstellen, der Sandmann macht es schon seit... mehreren Jahrtausenden oder Millionen von Jahren. Wie müde muss das sein? Und auch die Sache, er wollte uns nichts Schlechtes, er wollte uns wirklich nichts Schlechtes, er wollte uns nur was zu essen anbieten und als er uns verfolgt hat, vielleicht wollte er uns einfach nur helfen, vielleicht wollte er uns nichts tun. Aber wir haben ihn in die... Aber es wäre wahrscheinlich Game Over gewesen, oder? Oder was hätte er dann getan? Sollten wir ihm in die... Fallgrube freien lassen, oder? Ich weiß gerade echt nicht, was los ist. Bin ich jetzt eigentlich im Grunde der ganzen Zeit die Böse, weil ich hier ihn aufhalten will? Will ich ihn an seiner Pause hindern?
Mann. Wirklich, wenn das Spiel mich zu sowas, wenn das Spiel mich dazu bringt, so du über eine Sache nachzudenken, dann ist es ein gutes Spiel, eine gute Story. Und ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von The Sandman gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Und ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich bin mal gespannt. Aber ich finde es wirklich interessant, ich finde es unterhaltsam und ja. Bis dann, ihr 93 Chuvo. I love to entertain you. Tschüss. Hey, goodbye.